Und tschüss zusammen. Abknien. Konzentration. Augen auf. Fuß. Und auf. Okay, wir laufen erstmal kurz auf der Stelle, running on the place. Die Arme anwinkeln und schön die Fußgelenke bewegen. Und wir laufen immer drei Schritte nach links, dann wieder in die Mitte und dann drei Schritte nach rechts. So, three steps to left side. Back to the middle. Three steps to the right side. And back to the middle. Left. Middle. Right. Middle. Links. Mitte. Rechts. Mitte. Okay. Und wir laufen immer die drei Schritte rüber und stehen dann auf einem Bein. Stopp. Dann in die Mitte. Dann auf die andere Seite. Anderes Bein. Stopp. Dann wieder in die Mitte. Wir beginnen nach links. Start to left side. Eins. Mitte. Rechte Seite. Right side. Zwei. Lauf. Left. Lauf. Right. Lauf. Left. Lauf. Und right. Lauf. Okay. Lockern. Stellen die Füße im Gerätstand. Beugen die Knie. Füße sind parallel. Strecken, Hände auf den Rücken, beugen. Strecken, die Fersen nach innen ziehen, the heels move to inside und nochmal die Beine beugen, sodass die Beine gespreizt sind. Die Fäuste zwischen die Füße, die Fersen wieder raus, die Beine strecken. Die Fersen wieder nach innen ziehen, heels again to inside. Und den Oberkörper aufrichten, lift up your upper body. Und die Beine strecken, straight legs und Hüfte kreisen. Richtungswechsel. Okay. Wir laufen nochmal, immer drei Schritte rechts und links. Und wenn wir jetzt mit dem rechten Fuß nach rechts beginnen, starten die Arme von links. Danach wechseln, beginnt der linke Fuß und die Arme starten von rechts. Drei Schritte. So, three steps again. Eins. Schöne große Bewegung mit den Armen. Zwei. Drei. Vier. Fünf, sechs. Okay, jetzt umgekehrt. Wenn jetzt das Bein nach rechts geht, starten auch die Arme rechts. Eins. Startet das Bein links, gehen auch die Arme links. Zwei. Drei. Vier.
5, 6 und locker. Okay, wir stellen es noch einmal in die Hockstellung. Again in the deep stance. Open your feet. Jetzt bringen wir die Füße zusammen, drehen uns 90 Grad und sind wieder in dieser Position. Turn 90 degrees and finish in the same position. 1, 2, 3, 4. Change direction, rechts rumdrehen jetzt. 1, 2, 3, 4. Und locker, relax. Der linke Fuß ist vorn, left foot in front. Die Arme gestreckt. Und wir gleiten. Der rechte Arm kreist vorwärts, right arm in front. And same time, left arm backward. Ja, Gegenarm kreisen, rechter Arm vorwärts, linker Arm zurück. Und Gleitbewegung. Auch immer wieder drei Schritte. 1, 2, 3. Rückwärts. 1, 2, 3. Armrichtung bleibt. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und Beinwechsel. Jetzt ist der rechte Fuß vorn, right foot in front. Und der linke Arm vorwärts, left arm in front, right arm backward. 1, 2, 3. Rückwärts. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und locker, relax. Wir nehmen beide Fäuste vor den Solarplexus und drehen den Körper weg, drehen den Körper vor und drehen ihn wieder weg. Three moves with your hip. Backward, in front and again back. Wir starten vor dem Solarplexus. Start is in front of the Solarplexus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, für die Kobune-Leute ist quasi wie ein Shudanzuki mit dem Bo. Und Beinwechsel. Rechte Fuß vorn. Ja, wir üben erstmal die Rumpfbewegung, die Hüftbewegung, das lässt sich in dieser hohen Position besser machen. Ausholen vor den Solarplexus, Hüfte weg. Vorbewegen, Arme rausschnappen. Zurückbewegen, stoppen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Haltet euer Knie stabil, ja, nicht mit reinfallen. 7, 8, 9, 10. Und locker. Und Nacken kreisen. Turn your head in the neck. Und von rechts nach links. Left and right. Und hoch und runter, up and down. Und
Und seitlich ablegen. Fingerspitzen nach hinten, Fingertips to backward. Lösen, relax und die Seite wechseln, change side. Und locker. Okay. Jetzt noch einmal. Diese Position. Der vordere Fuß ist gerade. The front foot is straight. Der hintere Fuß ist 45 Grad nach außen. The back foot shows 45 degree backward. Aber konzentriert euch nicht auf die Füße, konzentriert euch auf eure Oberschenkel, dass ihr die Beine in der Hüfte spreizt. Dann haben die Füße eigentlich automatisch die richtige Position. So the important point is you must spread your legs in your hip. That's the important point. So not only look for the position of the feet, so important is open your legs. Ja, also das ist wichtig, dann kommen die Füße automatisch in die richtige Position. Und jetzt bringen wir Gewicht nach hinten, the weight on your back leg. Die Hände vor den Solar Plexus schießen den Körper in die Mitte, the body weight on the middle, und stop the move. Back, front, back. Zurück, ausholen, Druck vom Bein und drehen von der Hüfte und rausschlagen. Eins, hin, zwei, hin, drei, hin, vier, hin, fünf, hin, und locker. Und Beinwechsel. Change legs, vorderer Fuß wieder gerade, front foot straight. Die Beine spreizen, spread your legs. Der hintere Fuß 45 Grad nach außen. The back foot 45 degrees to the back side. Vorbereiten, prepare. Und nun das Bein und die Hüfte nutzen. Eins. Vorbereiten. Zwei. Vorbereiten. Drei. Vorbereiten. Vier. Vorbereiten. Fünf. Und locker. Das gleiche aus hoher Position. Immer ein Wechsel rechts und links vor. Das heißt, wir müssen erst runter. Erst runter und dabei schon den Fuß aus der Position so ein bisschen öffnen. Den Kokodeleuten wird das alles sehr bekannt vorkommen. Vorgehen, dann strecken. Und wieder zurück. Runterdrehen, strecken. So, the first move is go deep with your body weight. The second move, open your legs, important the back leg. And third move, give power and finish the move. Wir starten mit dem rechten Fuß. We start with the right leg in front. Eins, und zurück. Und der linke Fuß, left foot. Zwei. Rechte Fuß. Drei. Linke Fuß. Vier. Rechts. Fünf. Sechs. Wenn die Oberschenkel 90 Grad zum Boden sind, also parallel zum Boden, dann habt ihr die richtige Tiefe. Sieben. Neun, zehn, und wie gesagt, Zielstellung heute,
Prüfungskomplex 3. Angriffskombinationen Gyoksul. 7 Kombinationen. Ich denke, wir werden es heute nicht ganz schaffen. Wir beginnen nacheinander. Ja? Erste Kombination. First combination of the Prüfungskomplex 3. Attack combinations Gyoksul. Wir kommen aus dieser Startstellung. Und jetzt kommt die vordere Hand und macht einen Faustschluss zum Kopf. In der Vorwärtsstellung, Front Stance, und dazu der hintere Fuß zeigt ja nach hinten. Den müsst ihr also mitdrehen. Ihr müsst den hinteren Fuß nach vorn drehen. In this technique, you must turn your back foot in the front direction. Kampfstellung, Fighting Position. Jetzt den linken Fuß noch etwas vorsetzen. Die linke Schulter zurück, den rechten Fuß gerade. Und jetzt Stoß zum Kopf. Die andere Hand ist vor dem Solarplexus. Und drehen mit anderen Fauststoß. Nochmal zur Fußposition. Eins. Ja? Das. Vor. Mitdrehen. Wegdrehen. 3 Bewegungen. 3 moves with your body and your feet. Vor, erster. Mitdrehen, ausholen, zweite. Zurückdrehen, dritte, Hand vorm Solarplexus. Und jetzt hinten aufstellen mit der hinteren Hand. Fauststoß auch zum Kopf. Und die hintere Hand auch wieder vorm Solarplexus. Ja, kein Karate. No Karate. Sondern die hintere Hand ist immer vor dem Solarplexus. Links vor. 1, 2. Locker. Wir machen jetzt immer Kampfstellung, erster und zweiter Angriff. Runter vor. 1, 2. Locker. Füße zusammen. Fußstellung, ja, Fußspitzen auseinander. 1, 2. Lock. Noch einmal, runter. 1, 2. Okay, locker. Ich drehe mich mal, damit das mal von der anderen Seite sehen. Armstellung. 1, 2. Ja, die hintere Hand vom Solarplexus. Beides zum Kopf. Erste, zweite. Both techniques attacks the head. First to the head, second to the head. Okay. Aus dieser Position, hier ist wie gesagt das Drehen der Füße wichtig. Ja? Turning your feet. Geöffnet, vorgleiten, mitdrehen, aufstellen. Also immer arbeiten die Füße mit. Each time your feet must work. Und aus dieser Position kommt Halbkreisfußtritt zum Kopf ebenfalls. Ja? Half-Circle-Tritt, Half-Circle-Kick to the head. So, aus dieser Position ist die Hüfte schon vor. Jetzt bringen wir nur noch das Bein und mit Ellenbogenschlag nach vorn. For example, first, second, third, fourth. That are the combination. Head, 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 head. 4 times to the head. Diese Position, der zweite Angriff. Und jetzt dreht euch und bringt das Knie nach vorn. Drehen, turn on this leg and open your legs, your knee must lift up. Now snap your feet. Prepare the next move. So ist das gleiche, wieder so eine flüchtige Rückwärtsstellung. Jetzt nehmen wir die zweite Hand an die Faust. Contact your second hand. Und dreht euch von der Ellenbogen.
Schlag zum Kopf. Die andere Hand unterstützt. Von hier ganz einen Schritt zurück. Bisschen ausruhen, Kampfstimme. Und locker. Wir machen nochmal diesen Halbkreisfußtritt. Ja, der ist schwierig. Linke Fuß vorn, left foot in front. Jetzt dreht euch. Das Drehen ist wichtig. So wie ihr eben den Faustschluss gemacht habt, bewegt er jetzt die Hüfte weiter für den Halbkreisfußtritt. Ja? Nur das Knie hoch. Faustschlussposition. Das Knie hoch und die Arme aufgelöst in Kampfstellung. Your arms are in the prepare position, not straight. Und zurück. Ausgangsposition. Zwei. Und so. Wichtig ist, ihr müsst erkennen, die Hüfte muss drehen. Und wenn die Hüfte dreht, nimmt sie den Standfuß mit. You must turn your hip. Drei. Und zurück. Vier. Und zurück. Fünf. Und locker. Und jetzt als zweiten Teil starten wir aus dieser Position und schnappen nur mit dem Unterschenkel. The second half of this move, your foot must snap to the aim. So, aus der Position, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn und locker. Und das machen wir jetzt den kompletten Tritt mehrmals hintereinander. Now the complete kick again and again. Linke Fuß vor. Faustschluss. Eins. Wenn. Change, turn. Zwei. Wenn. Drei. Wenn. Vier. Schön auf dem hinteren Bein bleiben. Wenn. Fünf. Und locker. Die Idee ist, ich komme mit den Faustschlüssen nicht durch, weil sie vor dem Körper blockt. Ja, sie wehrt hier ab. Und mit Vorwärtsfußtritt komme ich auch nicht durch, da wehrt sie auch ab. Aber wenn sie hier abgewehrt hat, dann komme ich hier zum Ziel. Okay? Deswegen um die Ecke. Diese Position, this position, der rechte Fuß ist vor. Right foot is in front. Right foot is in front. Okay. So, jetzt mit der Handfläche hier drauf. Und jetzt drehen. So dass wir am Ende in der Position sind. Die Finger sind nach oben, wie Deckungshand. Und hier ist Kontakt. Und zurück. Eins. Zwei. Den Fuß wieder aufstellen. Und zurück. Arm in Kampfstellung. Ja, vom Fußtritt. Vorbereiten. Prepare. After turn. The elbow must go in the middle line. Bis in die Mitte bringen den Ellbogen. Nicht außen bleiben. Bis in die Mitte. Noch einmal, Gewicht hinten, vorbereiten, eins, Bereitschaft, vorbereiten, zwei, Bereitschaft, vorbereiten, drei, Bereitschaft, vorbereiten, vier, Bereitschaft, vorbereiten, fünf und locker.
Jetzt den Halbkreisfußtritt und den Ellenbogen zusammen. Now together the half circle kick and the elbow strike. Start position is left leg in front. Punch to the head. Ja, gegenseitiger Stoß zum Kopf, das war die zweite Technik. Die Arme lösen sich jetzt auf und der Fuß macht den Halbkreisfußtritt. Jetzt bereiten wir vor, Oberkörper ist gerade, aber Bein ist gebeugt. Und Rotation. Gewicht zurück, Schritt zurück, Kampfstück. Noch einmal. Die Arme auflösen, den Körper drehen. Right. Vorbereiten. Zwei. Gewicht zurück. Drei. Right. Noch einmal. Ausstoß. Auflösen. Eins. Vorbereiten. Zwei. Und wenn wir jetzt zurückgehen, machen wir den Schritt länger und gleiten mit dem vorderen Fuß noch etwas zurück. So we do a long step and slide a little bit with the front foot. Eins. Einmal noch. Eins. Vorbereiten. Zwei. Vorbereiten. Drei. Und locker. Okay. So. Die erste Kombination zusammen. Together all techniques from the first combination. Kampfstellung, fighting position. Faustschluss vordere Hand, Faustschluss hintere Hand, Double Punch. Halbkreisfußtritt, Half Circle Kick. Ellenbogenschlag, Elbow Strike. Und zurückgehen in die Kampfstellung. And step back to the fighting position. Füße zusammen. Runter vor. Kampfstellung einnehmen. Noch weiter vor. Eins. Hinteren Fuß mitgedreht. Hand vom Solarplexus. Zwei. Drei. Vier. Gleich im Schritt. Fünf. Lock. Noch einmal. Kampfstellung einnehmen. Eins. Zwei. Drei. 4, 5, locker, noch einmal, langsam, Kampfstellung einnehmen, 1, 2, 3, 4, 5, locker. Also auch für die, die Karate praktizieren, ist exakt das eine Kombination, die im Freikampf sehr gut funktioniert. Doppelfaustschluss im Kopf, nachsetzen mit Mawashi und am Ende MP. MP im Wettkampf verboten, können dann Gyakuzuki draus machen oder ein Stouchi und was auch immer. Kampfschrei. Fight cry. So, first position. Kampfstellung ein, erste Position. Erste Kampfschrei. Dann, eins, zwei, drei, zweite Kampfschrei. Zurück in Kampfstellung. Eier! Dritte Kampfschrei. Lasst euren Nachbarn in Ruhe, aber macht es leise und betont, dass ihr wisst, ah, den Stellen kommt der Kampfschrei. Ich drehe mich, mache in die andere Richtung, dass er einen anderen Blickwinkel kriegt. Und wir machen nochmal und denken an die Kampfschrei. Kampfstellung. Einnehmen. Eier! Eins, zwei, drei, vier, Eier! Fünf, Eier! Noch einmal, again. Kampfstellung. Einnehmen. Eier! Eins, zwei, drei, vier. Eier! Fünf. Eier! Locker. Langsam eine Zählung. Slow motion, but one count. Ready? Fertig. Kämpf! Weit! Noch zweimal, two times.
Komm schon. Eie! Eie! Eins. Eie! Eie! Locker, relax. Und letzte Mal. Last one. Okay, wie gesagt, hier ist wichtig, die Füße mitzudrehen. Important is to turn your feet compared to your hip movement. If my hip move turn, my foot must turn too. Nicht den Fuß stehen lassen, versuchen die Hüfte zu drehen. Das ist nicht gut für eure Knie. Ja? Sondern immer, wenn der Körper dreht, die Füße natürlich mitnehmen. You must move naturally with your feet. If turn your body, your feet must turn. Not hard on this place. It must turn. It must turn. Naturally. Gut. Zweite Kombination. Second combination. Auch wieder vier Techniken. Again, four techniques. Und diesmal beginnen wir mit einem gegenseitigen Faustschluss. Gegenseitiger Faustschluss, Fußtritt, Knie, Sprung. Aus der Kampfstellung. Geht mit Fuß los, sorry, geht mit Fuß los. Gewicht nach vorn. Vorwärts, Fußtritt. Jetzt wieder tief bleiben. Vorbereiten. Faustschluss. Greifen, catch. Kniestoß, kneekick. Und jetzt den Tritt, den wir eben geübt haben, im Sprung. Hochspringen, Halbkreisfußtritt, hinten absetzen, Kampfstellung. Und. So, jetzt haben wir hier wieder den Halbkreisfußtritt drin, aber diesmal auf dem Sprung. Machen wir nachher nochmal. Jetzt erstmal den Vorwärtsfußtritt mit dem Faustschluss. Da ist wichtig, hier ist das Gewicht in der Mitte. Kann ich nicht drehen. Ich muss das Gewicht nach vorne bringen. Den Körper schließen. Knie hoch. Schnappen, Vorwärtsfußtritt. Dann wieder wie beim Ellenbogen. Vorbereiten. Jetzt Druck von hinten, Faustschluss. Kampfstellung. Your weight must change to the front leg. Then front kick to the head. Prepare your body and punch with the back arm. Again. Die Höhe des Knies entscheidet über die Höhe des Trittes. Ja, wenn ich nur hierher anreise, komme ich auch nur bis hier. Wenn ich bis hierher anreise, komme ich auch bis dahin. Das Knie muss hoch. Aufstellung. Eins, zwei, drei, vier. Hey, noch einmal. Aufstellung. Gewicht. Tritt. Vorbereiten. Stoß. Hey, noch einmal. Your weight is in the middle. Now change your weight on the front leg. Front kick to the head. Prepare your stance, your body. Punch to the head. Relax. Eine Zeit, langsam. One count, slowly. Eins. Zweimal. Zwei. Noch einmal. Drei. Und locker. Relax. Die nächste Bewegung. Wir haben Faustschluss gemacht. Greifen den Gegner. Ja? Erste, zweite,
dritte, vierte. Okay? Erste, zweite, dritte, vierte. Von hier, start in this position, den Kopf greifen symbolisch, grab the head from the enemy, knee kick to the head, Kniestoß nach oben, jetzt recht abspringen, den Körper drehen, Halbkreis, Fuß drin, das Knie oben halten, jetzt die Hüfte zurückziehen, hold your knee and after turn back your hip. So kommt ihr wieder in die Kampfstellung. Ja? Also, nicht darauf konzentrieren, das Bein muss irgendwie nach hinten, sondern darauf konzentrieren, gerade zu stehen und die Hüfte zurückzudrehen. Und die Hüfte nimmt das Bein mit. So the point is, if you move your hip, you move also your leg. So you must concentrate to turn back your hip and your leg will go automatically in the same way. Rechts vor, greifen, Kniestoß, aber das Standbein ist tief, das braucht ihr ja für den Sprung. Drehen ist wichtig, Tritt, Hüfte zurück, lang absitzen, zurückziehen. Locker, noch einmal, rechts vor, Fallstoß im Kopf, greifen, Kniestoß im Kopf, Sprung, Tritt zum Kopf. Hüfte zurück, lang absetzen, vorderen Fuß zurücknehmen. Kampfstellung. Noch einmal. Again. Eins. Zwei. Drei. Vier. Relax. Und durchatmen. Langsam. Vier Zeiten. The second combination, four counts. Linker Fuß vor, left foot in front. Kampfstellung. Vorwärts Fußtritt, Front Kick. Eins. Prepare, vorbereiten. Jetzt Druck von hinten. Zwei. Greifen, Kniestoß. Drei. Jump Kick. Vier. Zurück, gleich. Fünf. Locker. Noch einmal. Eins. Prepare, vorbereiten. Zwei. Drei, catch. Drei. Jumping. Vier. Hüfte zurück. Drei. Fünf. Lock. Langsam eine Zeit. Slowly but one count. Linke Fuß vor, Kampfstellung. Eins, zwei, und ich zeige euch den Halbkreisfußtritt, den gesprungenen nochmal von vorn, damit ihr seht, dass das Bein auf einem Außenkreis zurückgeht, nicht gerade. Ja, I show you the half circle kick jumped from the front position, so you can see it's not dead way, so it's dead way. So ihr müsst außen zurück mit dem Fuß. Vom Sprung, Tritt und jetzt außen zurück. Das Knie bewegt sich außen lang. Dann ist die Bewegung richtig. Hüfte rein, Hüfte raus. So muss es sein. Auch wieder mit Kampfschrei. Also with fighting cry. Links vorn. Eins. Eier. Eier. Locker. Relax. Noch einmal. Eier. Zwei. Eier. Eier. Relax. Drei.
entspannen, relax. Erste plus zweite Kombination, langsam. First and second combination together, slowly. Feet together. Eingrüßen. Prüfungskomplex 3. Kampfstellung. Eine. Eier. 1, 2, 3, 4. Eier. 5. Eier. 1, 2, 3, 4. Eier. 5. Eier. Lockern. Entspannen, relax. Noch einmal, ich laufe wieder von der anderen Seite, damit ihr vielleicht eine andere Perspektive habt. Eingrüßen. Kampfstellung. Eine. Eier. 1, 2, 3, 4. Eier. 5. Eier. 1, 2, 3, 4. Eier. 5. Eier. Lockern. Relax. Nochmal der Hinweis, solche Abläufe sind immer Gedankenstützen, Krücken, damit man das übt, was da drinnen wichtig ist. Die Füße drehen, die Hüfte einsetzen, Spannung, Dynamik, Kopplung der verschiedenen Bewegungen. Ja? Also der Ablauf ist nicht unwichtig, aber es ist nur eine Hilfe für das, was wir da drinnen üben. Eine Zeit, erste Kombination, eine Zeit, zweite Kombination. First count, first combination, second count, second combination. Eingrüßen. Kampfstellung. Eine. Eier. Eins. Eier. Eier. Zwei. Und locker, relax. Und ich führe es wieder von der anderen Seite aus. Nochmal das gleiche. Same procedure. Kampfstellung. Ein. Eier. Eins. Eier. Eier. Zwei. Eier. Eier. Fertig. Und locker. Dritte Kombination. Third Combination. Die geht in diesem Prüfungskomplex rückwärts. Ja? In the Prüfungskomplex. We walk backward. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Aber normal mit Partner ist es vorwärts. But normally with an attacker, we move in front, of course. So, first, second, third, fourth. That's normally. Das ist normal. Ja? Aber dieser Komplex kommt aus dem nordkoreanischen Militär und auf so Exerzierplätzen hat man nur wenig Platz. Deswegen wird der rückwärts ausgeführt, damit man insgesamt nicht so viel Platz benötigt. In the North Korean Army, this is standard, but the place for exercises in a military unit, it's limited. So this form, it's as form, it's backward. But real, we move it, of course, in front. Gut. Dann stehen wir links vor. Gehen mit dem linken Fuß zurück, holen mit beiden Armen aus. Und schlagen Handkante zum Kopf. Gewicht und Arme zurück. Fuß und Arme vor. Ja, Fuß zurück, Arme vor. Dann wieder Gewicht und Arm zurück. Und die Hand bereitet hier wieder vor. Und wieder Schritt. Und weiter gehen. Nochmal.
und weiter gehen. Kampfstellung. Weiß gar nicht, ob ich noch im Bild bin. So, nochmal. Nur die erste Bewegung, only the first move, ist mit beiden Händen Handkantenschlag nach vorne. Both hand, sword hand strike from outside to the head. Und dazu ist notwendig, dass ihr den Ellenbogen ausklappt, den Pectoralis dehnt, den Brustmuskel dehnt. Dann zusammenzieht und den Unterarm ausklappt. So, first, move back your both elbows. Move in front your both elbows. Straight your arms. And turn your forearms. Relax. Again. Beide Ellenbogen nach hinten. Die Handrücken sind auf O-Höhe, zeigen zum Kopf. Jetzt beide Ellenbogen nach vorn vor den Körper ziehen. Beide Arme ausklappen. Und beide Unterarme nach innen drehen. Und locker. Back your elbows. Move in front your elbows. Straight your arms. And turn your hands. And relax. Und jetzt versuchen wir das langsam in einer Bewegung, sodass ihr wirklich flüssig euch nach vorn bewegt. Do a floating move in the front. So on one count. Fertig? Eins. Zwei. Drei. Vier. Ja, dehnt eure Frontseite und jetzt spannt eure Frontseite. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Und locker. Relax. Und das müssen wir jetzt mit dem Schritt synchronisieren. So, wie machst du this technique in the same sign, in the same time with our step backward? Wir kommen ja aus der Kampfstellung links vor, gehen zurück, müssen jetzt den rechten Fuß wieder anfassen. Turn your right foot to the front. Ja? Von hier und nach vor. Noch einmal. Eins, zwei. Ob der Fuß am Boden steht, oder ob der Fuß oben ist, das ist nicht entscheidend. Das ist abhängig von eurer Beweglichkeit, das ist abhängig von eurem Schuhwerk. Wichtig ist, dass der Körper gerade ist. Your body must show in front. Right. Ja. Schaut nochmal zu mir. Wenn der Fuß hinten aufsetzt, dann trifft vorne die Technik. In the same moment, if the walking foot touch the ground, your hands hit the aim. Same time, not one, two, oder one, two, same time. Eins, noch zweimal, zwei, letzte Mal, drei, und locker. Von hier nehmen wir die Fäuste zurück. Ja, the body moves back, der Körper geht zurück und macht dann wieder einen Schritt. Und so wie das Körpergewicht nach hinten geht, nehmen wir die Arme mit nach hinten. Same time. Und auch wieder aufsetzen und treffen. Auch wieder in der gleichen Zeit. Also the same time. Touch the ground and hit the aim. Die Fäuste sind senkrecht. It's a straight punch, not turned. It's straight. Diese Position, this position. Zurück. Eins. Zwei. Right, nochmal. Wenn wir zurückziehen, lassen wir die Hände so. Und wenn wir nach vorne stoßen, drehen wir sie 90 Grad. Eins, zwei. Und nochmal. Eins, zwei. Nochmal. Eins, zwei. Okay. Ersten zwei Bewegungen zusammen. Zwei Schritte rückwärts,
in der gleichen Art. Gewicht zurück, Arme zurück, aufsetzen, treffen. Zweimal hintereinander. Linken Fuß vor. Eins, zwei. Nochmal. Eins, zwei. Nochmal. Eins, zwei. Und locker. Und die nächsten zwei Bewegungen sind Ellenbogen. Einmal Halbkreis Ellenbogen und einmal rückwärts Ellenbogen. Ja? Beide werden unterstützt. Both elbow strikes were protected with the other hand. So, wenn wir vom Fauststoß kommen, dann zurück, zurück und dann Rotation. Und da wir hier den Körper drehen, wird der Fuß zu Boden gepresst. Der Körper dreht und presst den Fuß zu Boden. Aus dieser Bewegung gehen wir dann weiter, holen hier aus und auch wieder mit der anderen Hand. Und dann stoßen wir nach hinten, sodass wir hier in dieser Unterstützung sind. Der Blick geht mit über die Schulter. Ich zeige es ein paar Mal so, wie wir jetzt angefangen haben aus der Richtung. Nachher drehe ich mich, dass man die unterstützenden Hände nochmal sieht. Linken Fuß vor. Doppelfaustfuß. Gewicht zurück, Arme holen aus an der rechten Taille. Schritt zurück, jetzt Körper drehen. So wie wir uns jetzt gedreht haben, diese Richtung behalten wir bei, drehen uns weiter, holen wieder aus, machen Ellenbogen nach hinten. Das ist kurze Rückwärtsstellung. Karate, Kobudo, Neko Ashidachi. Ja, kurze Rückwärtsstellung, Short Backstand. Und jetzt wieder Schritt ausholen, zurückleiten, Kampfstellung. Noch einmal. Ausholen, prepare. Step back. Step back, prepare. Strike to the backside. And move again, slide back. Noch einmal. Eins. Zwei. Noch einmal. Eins, zwei, drei. Ich drehe mich, damit ihr mal die andere Seite seht. Wir machen das gleich nochmal. The same moves again. Prepare. Eins. Hey. Zwei. Hey. Drei. Noch einmal. Eins. Hey. Zwei. Hey. Drei. Hey. Und ein letztes Mal. Last one. Eins. Hey. Zwei. Hey. Drei. Hey. Und. Und die dritte Kombination langsam. Third combination slowly. Wir stehen links vor. Left foot is in front. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Noch einmal. Linke Fußkampfstellung. Eins, vorwärtsstehen. Zwei, vorwärtsstehen. Drei, vorwärtsstehen. Vier, kurze Rückwärtsstehen. Fünf, Kampfstehen. Noch einmal. Slowly, one time. Langsam, ein Kommando. Five position.
Frontstand. 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 Short backstand. Fighting position. Right. 1 bis 3. So now all first 3 combination together. Slowly, but 1 combination, 1 time. Also eine Kombination, eine Zeit, aber alles langsam und korrekt. Ein Grüß an. Prüfungskomplex 3. Armstellung einnehmen. Eier! 1. Eier! Eier! 2. Schritte nicht ganz korrekt machen, sonst bin ich aus dem Bild. Also es sind immer so, wie wir jetzt eben geübt haben, die ganzen Schritte. Ja? Noch einmal. Ein Grüß an. Prüfungskomplex 3. Immer bei jeder Kampfstellung und bei jeder letzten Technik von den 4 in einer Kombination kommt ein Kampfschlag. Kampfstellung einnehmen. Eier! 1. Zwei. Eier. Eier. Drei. Eier. Eier. Und lockern. Entspannen. Techniktraining ist dafür da, um euch so zu bewegen, dass es für euren Körper gesund ist und ihr die Biomechanik gut nutzen könnt. Deswegen ist es wichtig, diese kleinen Sachen. Fuß mitdrehen, dass die Richtung stimmt, dass ich nicht so stehe. Ja? Kampfstellung, vor, wegdrehen, aufdrehen, wegdrehen. Das sind die Sachen, die wir hier versuchen zu trainieren. Und wir setzen uns hin. Stellen die Füße auf die Fersen. Legen uns auf den Rücken. Die Arme entspannt. Am Boden, wer will, kann sich auch gerne über die Brust machen. Ja, dann hat man nicht so den Impuls, sich abdrücken zu wollen. Wir heben das Becken leicht an, das Becken nicht mehr absetzen. Und das Becken hochheben. Ich. Nie. Nicht ganz absetzen. Ha. Ski. Ho. Hoch. Sich. Hansch. Ki. Jü, ich, ni, san, shi, ho, ok, sich, hanch, kü, jü. Und wir setzen uns hin, strecken die Beine. Und heben immer das gestreckte rechte Bein an. Ja, schön gerade sitzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beinwechsel, letzte Übung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und locker. Und wir bleiben immer gleich unten. Aufrecht sitzen. Konzentration. Augen auf. Fuß.